Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zum heutigen Expertentalk. Ich habe heute eine ganz besondere Expertin zu Gast. Das ist meine Freundin und Vermieterin im Traum, in dem ich ja arbeite in München. Und ja, ein ganz großer Herzensmensch, den ich in meinem Leben gefunden habe. Und deswegen freue ich mich umso mehr. Es geht heute um das innere Kind. Und ja, ich bin ganz glücklich, dass du da bist. Hallo, liebe Stella. Hallo, liebe Martina, ich freue mich so, dass ich da sein darf. Magst du dich denn kurz vorstellen, damit alle sich ein Bild von dir verschaffen können, von deiner Arbeit und was du so machst täglich? Ja, super, super gerne. Also ich bin die Stella und ja, ich lebe und arbeite in München, das war korrekt. Und ich habe Psychologie studiert und habe schon während meines Studiums angefangen, eine hypnotherapeutische Ausbildung zu machen. Und heute bezeichne ich mich als Hypno-Coach, das heißt, ich coache Menschen mit Hypnose, also eine Mischung aus Coaching und Hypnose und helfe ihnen mehr oder weniger zu verstehen, wie ihre Glaubenssätze mit ihrem jetzigen Leben, mit ihren Problemchen zusammenhängen. Und da spielt natürlich das innere Kind eine große, große Rolle. Bevor wir aufs innere Kind kommen, da hätte ich, glaube ich, noch eine Frage, die viele interessiert. Und zwar, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Hypnose und Meditation? Ich weiß es, aber könntest du es vielleicht noch mal kurz erklären? Weil ich glaube, viele haben vor Hypnose so dieses Gefühl von, oh Gott, dann werde ich hypnotisiert und dann passiert irgendwas mit mir. Und ich kenne ja diese Therapieform sehr gut. Ich wende sie teilweise sogar auch ein bisschen an. Und deswegen würde es mich interessieren, wie du das erklären würdest, den Unterschied. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich hatte auch die totalen Vorbehalte. Also als ich studiert habe und jemand hat zu mir gesagt, Stella, geh mal dahin, da kannst du Hypnose kennenlernen. Und da habe ich wirklich gedacht, nee. Also ich hatte auch, wie die meisten, diesen typischen Mann im Kopf, der jemanden hypnotisiert mit einer Uhr und dann sagt, du bist jetzt ein Huhn und dann durch die Gegend springt. Und ich war wirklich, war total voller Vorurteile, habe gedacht, nee. Und dann war das aber irgendwie so, man kann sich das anschauen als Student, man zahlt nichts, man kriegt sogar einen Schein. Ach, na gut, okay, wenn es einen Schein gibt, mal gucken. Und dann bin ich da hingegangen und war von der ersten Sekunde an total geplättet und überwältigt, was das für eine tolle Methode ist. Und mit dieser typischen Showhypnose, die man manchmal sieht, hat das Therapeutische überhaupt nichts zu tun. Und letztendlich der Unterschied zwischen Hypnose und Meditation ist, der Zustand ist der gleiche, also dieser entspannte Zustand. In dem Moment, wo wir die Augen schließen, kriegt unser Gehirn ja schon das Signal, dass wir uns mit ganz vielen Dingen, Gefahren abschätzen, irgendwelche Sachen einordnen, gar nicht mehr beschäftigen müssen, sondern es ist so dieses, okay, ich schließe die Augen, ich atme ruhig, ich gehe nach innen und innere Anteile von mir sind dann bereiter, mit mir zu arbeiten. Und das ist das Schöne. Und das passiert auch in der Meditation. Also diese Gehirnwellen verändern sich und wir gehen in einen entspannteren Zustand. Jetzt ist es aber so, dass wir in der Meditation ja eigentlich eher entweder versuchen, Gedanken zu beobachten oder uns auf ein Mantra konzentrieren. Oder wenn wir eine geleitete Meditation machen, dann hören wir jemandem zu. Wenn wir aber in der Hypnose sind und mit jemandem arbeiten, wenn jetzt jemand mit mir arbeitet, dann führe ich ein Gespräch mit dem Menschen. Das heißt, während die Augen geschlossen sind, coache ich die Leute. Das heißt, ich frage die, was die sehen und die antworten mir und wir stellen uns gemeinsam Dinge vor. Also teilweise sehr systemisch, dass wir uns zum Beispiel ein Familiensystem wirklich vorstellen und dann mit in Gedanken mit den Personen interagieren. Und es ist auch oft so, dass man vielleicht mal abdriftet, wenn man meditiert, dass man die Konzentration verliert. Und in der Hypnose hat man das Gegenüber, das einen ständig wieder zurückholt und sagt, wir sind jetzt hier, wir arbeiten an dem und dem Thema. Und ja, ich merke auch, wenn ich mit mir selber arbeite, man kann ja auch, es nennt sich autosystemische Arbeit, dann, dass man mit sich selber Hypnose macht. Das geht auch, dann versuche ich natürlich, mir selber Fragen zu stellen. Aber da habe ich oft das Problem, dass ich dann wegdrifte und dann in diesem angenehmen Trance-Zustand bin und dann gar nicht mehr weiß, was habe ich denn jetzt eigentlich gefragt. Genau. Und das Schöne ist also auch, so kenne ich das jetzt auch aus meiner Arbeit, dass man ja auch die Gefühle, die da hochkommen und entstehen jetzt beim Klienten, dass man die auch auffangen kann. Das heißt, du bist dann da und kannst auf diese Gefühle eingehen, damit sich die Person auch nicht allein gelassen fühlt. Ich denke, auch dieses liebevolle Ja. an die Hand nehmen ist das Schöne und Dasein in dem Moment. Und ja, also
damit auch umgehen, weil da ja oft auch starke Gefühle hochkommen und vielleicht auch Gefühle ausgedrückt werden. Bestimmt kennst du das auch, dass dann ganz oft irgendwie die Menschen weinen müssen, weil sich darüber auch was lösen darf und was heilen darf. Das ist ja das Wunderschöne an der Arbeit, oder Stella? Ja, in 90% meiner Sitzungen weint jemand. Aber auch gar nicht mal unbedingt, weil das so schrecklich ist, sondern auch oft, weil das so erleichternd ist und so schön ist. Ich habe so oft Menschen, die dann ihre Eltern umarmen und dann das erste Mal spüren, ah, ich wurde ja doch immer geliebt zum Beispiel. Und dann sind es einfach solche erleichternden Freudentränen und es ist wunderschön. Manchmal weine ich auch sogar mit. Ja, das kenne ich auch. Ja, das ist, wenn man so ein Gefühl hat wie wir beide. Das ist auch das Schöne auch an unserer Arbeit. Ja, total. Da sind wir jetzt schon an einem ganz wichtigen Punkt, Stella. Du hast gerade gesagt, deine Klienten haben dann das erste Mal das Gefühl in den Sitzungen, dass sie sich geliebt fühlen. Ja, und es ist ja häufig so, dass du gerade auch in der Hypnotherapie ja zum kleinen inneren Kind zurückgehst mit den Klienten. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was denn das innere Kind überhaupt ist. Also das innere verletzte Kind, das ja jeder in sich trägt, dieses kleine Mädchen, dieser kleine Junge. Wie würdest du es denn aus deiner Expertensicht noch mal erklären? Also das innere Kind ist ein Anteil von uns, der Erfahrungen mit sich trägt, die letztendlich aus unserer Kindheit stammen. So würde ich es eigentlich am besten beschreiben. Und je nachdem, was wir für eine Kindheit hatten, haben wir halt ein mehr oder weniger verletztes Kind. Ich denke, es gibt auch ganz glückliche innere Kinder, die gar nicht so viele Themen haben. Und das ist natürlich auch etwas, warum Jobs oder Menschen wie du so wichtig sind, ja, weil natürlich, wenn ich besonders gut und behütet aufwachse, dann habe ich vielleicht gar nicht so ein Thema mit meinem inneren Kind später. Denn ich sage immer, je behüteter und je fröhlicher und glücklicher unser inneres Kind ist, desto weniger Probleme oder Themen haben wir tatsächlich als Erwachsene. Ja, das ist so schön auch zu wissen, dass, ja, auf der einen Seite ist es schön zu wissen, auf der anderen Seite erlebe ich das natürlich so, dass das auf Eltern auch einen extremen Druck auswirkt, ja. Weil natürlich darüber auch die Angst entsteht, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, dann hat mein Kind später ein verletztes inneres Kind. Ja, deswegen ist es ja auch so wertvoll, sich dann Unterstützung zu holen, gerade jetzt in Erziehungsfragen. Das ist ja das, was ich dann mache, ja. Und du hast ja im Grunde dann die Erwachsenen vor dir sitzen, die vielleicht auch selber noch gar keine Kinder haben und diese Verletzungen mit sich tragen. Was glaubst du denn, sind so die Hauptgründe, warum deine Klienten verletzte innere Kinder haben? Was glaubst du, was hast du aus deiner Erfahrung heraus zu berichten? Also viel sind es wirklich schlimme Dinge, die passiert sind, wo einfach mindestens ein Elternteil nicht so war, wie er hätte sein sollen. Also wo wirklich Grundprinzipien nicht da waren, ja, wo wirklich Grundbedürfnisse, die man als Kind hat, nicht gestillt worden sind. Und dann gibt es aber auch ganz viele Sachen, die sind aufgrund von Missverständnissen entstanden, weil wir einfach in diesem sogenannten Ego-State, wo wir vielleicht als Kinder ganz viel und alles auf uns beziehen und dann nicht einordnen können, wenn die Eltern vielleicht gerade zum Beispiel eine stressige Lebensphase hatten und wir wurden nicht aufgeklärt. Es ist ja so wichtig, dass man den Kindern erklärt, du hör mal, Mama und Papa haben gerade ganz viel Stress, ne? Und das hat gar nichts mit dir zu tun. Und gerade in den Generationen, also jetzt meine Generation und natürlich die Älteren, da gab es ja das gar nicht, dass man da so daran denkt, dass man den Kindern das jetzt auch alles erklärt zum Beispiel. Und da ist dann ganz oft sind dann eben solche Missverständnisse wie, ich bin schuld, dass Mama und Papa sich streiten, ich bin schuld, dass Mama so schlecht geht oder solche Dinge. Und da ist dann ganz viel tatsächlich diese Arbeit, dass wir zurückgehen zu diesen Situationen und dann mal die Mama fragen in der inneren Arbeit. Und interessanterweise sagen dann wirklich die Mamas so schöne Dinge wie, nein, um Gottes Willen, wie kommst du denn da drauf? Und ich habe dich immer geliebt. Mama hatte so ein stressiges Leben und dann war noch das Geschwisterchen da oder was auch immer. Und das sind dann eben diese freudentriebenen Momente, ja, wo dann dieses, ach, Gott sei Dank, ich war ja doch nie schlecht oder mit mir war ja doch nie irgendwas falsch. Auch das ist so wertvoll, dass du es sagst, ja, weil ich ja auch immer Eltern ermutige, auch tatsächlich offen über die Gefühle zu sprechen, die Gefühle auch zu benennen, zum Beispiel auch zu sagen, hey, ich bin erschöpft oder ich kann gerade nicht mehr, ich bin gerade gestresst, ich brauche gerade eine Pause oder ich brauche ein bisschen Ruhe und immer wieder zu sagen, dass
Also ich versuche immer auf das Wort nicht zu verzichten. Deswegen sage ich immer, es ist am besten, den Kindern zu sagen, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass es mir wieder besser geht. Ich mache das, ja. Ich kümmere mich darum, dass es mir wieder besser geht. Ja, das kann ich, weil ich bin erwachsen und ich bin stark und ich kümmere mich darum. Ja, weil du, wie du schon sagst, es ist ein ganz normales kindliches Verhalten. Es kommt aus der Evolution tatsächlich auch, dass sich Kinder ganz schnell die Schuld aufladen. Ja, das ist so das Erste, was Kinder eben auf sich nehmen, dass sie sich verantwortlich dafür machen, wie die Stimmung in der Familie ist. Das kann ich total bestätigen, ja. Das ist die Schuld, auch dieses Schamgefühl, das ist ein ganz, ganz großes Gefühl, das ja auch dann wieder zu einem schlechten Selbstwertgefühl führt. Eben viel Schuld, viel Scham korreliert sehr stark mit einem schlechten Selbstwertgefühl. Und deswegen ist es so wichtig, diese Sätze zu sagen als Mama und Papa. Ja, ich übernehme die Verantwortung, ich kümmere mich drum und den Kindern dann auch zu zeigen, dass man sich drum kümmert. Zum Beispiel auch zu sagen, hey, ich bin jetzt so erschöpft und ich lege mich jetzt eine Stunde hin und jetzt kümmert sich die Mama um dich so lange. Oder ich gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren, damit ich danach wieder Kraft getankt habe. Das auch in seinem Verhalten und als Vorbild vorzuleben und zu zeigen, das ist was, was Kinder sehr, sehr stark macht. Weil sich ja viele Eltern auch sehr aufopfern und die Bedürfnisse hinten anstellen, ja, für ihre Kinder. Und da ist es wichtig, so eine Balance zu finden, dass Selbstfürsorge eigentlich auch bedeutet, ich liebe mein Kind und zeige meinem Kind, wie man sich selbst lieben kann. Absolut. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das finde ich auch wunderschön, dass du das den Eltern genauso vermittelst. Denn das ist, macht einen riesen, riesen Unterschied. Und auch wenn Eltern zum Beispiel, also es gibt es ja, dass man wirklich schlimm streitet, dass man wirklich mit dem Partner gerade überhaupt nicht klarkommt. Und da ist es ja ganz häufig, dass Kinder dann zum Symptomträger werden, dass sie vielleicht irgendwas entwickeln, dass sie entweder anfangen zu schlichten oder sogar wirklich irgendwelche Auffälligkeiten entwickeln, um die Aufmerksamkeit, ja, dass da eben nicht so viel Reibungspunkte sind. Und da ist es auch, ich finde, es macht einen riesen Unterschied, wenn man sich noch so streitet, dass man einfach sagt, es ist zwischen Mama und Papa und es hat gar nichts mit dir zu tun. Und es ist ja nur so eine Kleinigkeit. Niemand verlangt, dass man die perfekte Ehe führen muss und dass man nie streiten darf oder auch mal richtig heftig nicht streiten darf. Aber man darf die kleinen Personen einfach nicht vergessen, bis sie das mitbekommen und dann natürlich ihre eigene Meinung bilden. Ja, total schön. Stella, was würdest du denn sagen, was dann am meisten hilft? Also wenn du jetzt zum Beispiel siehst, du hast ja viele junge Menschen auch, Anfang 20, oder? Die du begleitest, auch Studenten. Auch, ja, aber zum Teil Auch auch sogar Eltern, weil genau. natürlich, das ist ja auch so spannend, wenn du selber Kinder hast, dann werden wird dein eigenes inneres Kind ja auch oft getriggert, ja. Genau, und was ist denn so deine Beobachtung, was hilft denn gerade Eltern am meisten in deiner Ja. Arbeit? Also auf jeden Fall sich selber beobachten ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich merke, dass ich selber in ein kindliches Verhalten, also dass ich selber anfange zu trotzen oder dass ich so eine unkontrollierte Wut habe oder dass ich eine Traurigkeit habe, wo ich überhaupt nicht weiß, sie steht in keinem Zusammenhang oder dass ich vielleicht sogar mich auf so Neidsachen einlasse mit meinem eigenen Kind oder so, ja, wie man es vielleicht mit Geschwisterchen früher hatte oder so. Und es sind dann oft so Sachen, wo man selber das Gefühl hat, das bin ich gar nicht und so möchte ich auch gar nicht sein, aber man kann das Verhalten nicht ändern. Das sind oft, da merkt man, ah, okay, da habe ich selber mit mir ein Thema. Und ganz, ganz gut ist, wenn man dann sagt, wenn man sich dann zurückzieht, wenn man das merkt, ja, ich sage zum Beispiel oft sowas wie im Klo einschließen oder so und wirklich einfach mal eine Sekunde nehmen und sagen, warum stört mich das so? Warum bringt es mich so auf die Palme oder warum macht es mich so traurig? Und was hat das mit mir zu tun? Und man kann versuchen, auch schon selber mit seinem inneren Kind Kontakt aufzunehmen und reinzugehen und zu sagen, Stella, was ist denn los? Ja. Und oft sind die dann da und sitzen da und sagen, ja, ich finde das gemein, weil ich durfte als Kind sowas nicht, zum Beispiel. Genau, Ja. ich wurde auch nicht gehört und jetzt hört mein Kind mir auch nicht zu. Das habe ich ganz oft. Ja, dieses
kann 100 Mal was sagen und nie hört mein Kind mir zu. Und das dann eben, das triggert einen dann so, wenn man auch als Kind nie gehört wurde. Das ist auch ganz, ganz oft, das ist bei mir in den Beratungen der Fall. Ja, oder ganz oft auch dieses nicht ernst genommen werden. Ja, wenn die eigenen Bedürfnisse früher total übersehen wurden und dann hört mein Kind mir nicht zu und nimmt mich nicht ernst oder lacht vielleicht sogar noch. Ja, dann fühlt natürlich dann als Mama oder Papa total provoziert wegen der kleinsten Kleinigkeit, obwohl das Kind vielleicht aus einem ganz anderen Grund lacht, ja, sicher nicht um zu provozieren. Das ist ja so diese Grundannahme, dass man sagt, ein Kind möchte einen ja nicht provozieren, sondern es macht es ja eigentlich immer, um sich einem Bedürfnis zu befriedigen, dieses Verhalten. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass du vorher noch mal gesagt hast, dass Kinder ja oft Symptomträger sind. Das ist so wichtig, weil natürlich die Kinder spiegeln das, was Eltern spüren. Und deswegen lohnt es sich auch so, diese Arbeit mit Stella oder auch mit mir, da hinzuschauen und hinzuspüren, weil wenn man für sich was löst, dann löst du automatisch auch für dein Kind etwas. Und das ist eben das Geschenk. Also eigentlich sind Robert Beetz, wen Robert Beetz kennt, ich weiß nicht, kennst du den Stella? Na klar, der ist Ja, super. genau, der sagt ja immer, das sind die sogenannten Arschengel, das finde ich so ein tolles Wort. Die Das kann ich noch steuern nicht. einem das Singen, sozusagen, weil sie eben Engel sind, die einem helfen, die eigenen Themen aufzuarbeiten, aber trotzdem sind es irgendwie Ärsche, weil es halt anstrengend ist, ja. Deswegen auch oft in der Geschwisterbeziehung, das ist ja so ein bisschen auch mein Spezialgebiet oder mein Spezialthema, ist häufig so, dass ein Kind überhaupt nichts triggert und sehr, sehr gut in die familiäre Norm passt. Und meistens ist ein Kind noch da, das einen so richtig bis aufs Blut provoziert innerlich, ja. Und das ist ganz spannend dann, dass dieses Kind, sage ich immer, jetzt als kleines Geschenk in die Familie gekommen, damit jeder seine Sachen aufarbeiten und heilen darf. Ja, Spannend. ja, total. Und Stella, wenn du jetzt mit deinen Klienten arbeitest, ja, siehst du denn da relativ zügig auch eine Heilung? Also wie kannst du das so, wenn du so auf deine Klienten schaust, wie lange dauert sowas, um sowas zu überwinden, jetzt speziell in deiner Arbeit? Das kommt total darauf an, mit was die Person kommt. Also in der Regel geht es sehr, sehr schnell. Also es ist natürlich ganz anders als jetzt dieses Regelmäßige, was man vielleicht in der Therapie kennt, weil es ist sehr intensiv. Es ist eine sehr intensive 1,5 Stunden, wo man wirklich das Gefühl hat danach, boah, es ist irgendwas total anders. Und die Abstände sind auch viel länger, also man macht das nicht so oft hintereinander, weil sich da immer sofort total viel ja, löst einfach. Und ja, also es ist sehr abhängig davon, wer kommt. Also wenn ich jetzt ein Mensch bin, der schon immer bestimmte Sachen mit sich rumgetragen hat über Jahre und dann häuft sich das so an, dass ich dann vielleicht am Ende eine Beziehung habe, in der ich viele Probleme habe, aber der Ursprung liegt schon ganz, ganz, ganz woanders. Und ich habe das aber schon über viele, viele, viele Jahre so eingeübt. Und es ist schon richtig so zur Persönlichkeitsstruktur geworden. Dann braucht es häufig mehr Anläufe oder mehrere Sitzungen, weil man natürlich immer wieder so eine kleine Stellschraube. Aber wenn man jetzt mit einem ganz spezifischen Thema kommt, wo man sagt, das ist jetzt nicht, das betrifft nicht mein ganzes Leben, aber es wäre schön, wenn ich das jetzt nicht hätte oder so, dann geht es ganz schnell oft, ein, zwei Sitzungen. Also es kommt wirklich So ein drauf an. Beispiel, welche Hauptthemen hast du? Welche Hauptschmerzpunkte erlebst du? Wo kannst du helfen? Wo kannst du die Leute, die zuschauen, begleiten, damit die alle zu dir kommen können? Also was ich wirklich ganz viel im Moment mache, sind, wenn Menschen Partnerschaftsprobleme haben. Also wenn sie von ihren Partnern getriggert werden. Also im Endeffekt, wir sind ja alle unsere Mitmenschen, ob das jetzt der Partner ist oder das eigene Kind oder der Arbeitskollege oder die Arbeitskollegin. In zwischenmenschlichen Kontakten spüren wir, wo wir selber andocken, wo wir selber getriggert werden, was uns traurig oder wütend macht. Und im Endeffekt all diese zwischenmenschlichen Themen, da ist man bei mir sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, und viel mache ich tatsächlich, wenn in der Partnerschaft, wenn es da nicht läuft, ich sage irgendwie, der Partner triggert mich, ich fühle mich allein, ich fühle mich ungeliebt. Ja, das sind diese typischen inneren Kinder. Ich fühle mich nicht genug geliebt, ich fühle mich nicht gewertschätzt. All diese ganzen Themen. Und ich arbeite auch sehr, sehr viel mit Menschen, die keine Partner finden, tatsächlich. Also ich habe ganz viele Frauen, hauptsächlich Frauen im Moment, die keinen Partner finden, aber aus denselben Gründen heraus.
Also es sind dieselben Themen, dass man sich nicht wertvoll fühlt, man fühlt sich nicht geliebt, man fühlt sich nicht gesehen, nicht gehört und hat dann das Gefühl, man ist nicht gut genug oder man hat vielleicht nicht das Recht auf eine erfüllende Beziehung. Also ne, das ist das Gleiche, ob man jetzt schon eine Beziehung hat oder noch keine hat, dieses Gefühl, es nicht wert zu sein oder irgendwie nicht verdient zu haben. Und das sind eben oft diese Themen, die aufgrund unserer eigenen Geschichte, dass da irgendwas war, dass wir denken, wir haben es nicht verdient. Und das sind ganz oft innere Kindthemen, also eigentlich immer. Und das innere Kind darf dann das bekommen, was es eigentlich dringend braucht. Und das ist sozusagen das, was du jetzt auch bei der Stella lernst, ihm zu geben, was ich jetzt auch mit Eltern mache, damit sie lernen, sich das zu geben, was ihnen eben fehlt, damit sie dann auch eben auf ihre Kinder anders reagieren können, ruhiger bleiben können, geduldiger bleiben können. Und ja, das ist tatsächlich ein Weg, der auch ganz viel Mitgefühl braucht für sich selbst. Also das ist das, was ich zum Beispiel jetzt erlebe in der Arbeit mit Eltern, dass viele Erwachsene, also auch viele in der Elternschaft mit sich selbst so streng sind und so hart mit sich selbst, also in dem Fall auch sehr hart mit seinem eigenen inneren Kind, dass natürlich diese Beziehung keine liebevolle ist. Ja, also wenn ich zum Beispiel mich jeden Abend als Mama verurteile, wenn ich im Bett liege dafür, was ich für Fehler gemacht habe, anstatt darauf zu schauen, was ich meinem Kind heute alles gegeben habe, dass ich die beste Mama, der beste Papa war, der ich hätte sein können, dann ist es natürlich wie ein Feind, der in einem drin wohnt. Ja? Und da versuche ich halt auch, dass die Eltern da an die Hand zu nehmen, auch mit dieser Schuld und auch mit, vielleicht mit diesen Schamgefühlen umzugehen, die ja sicher auch aus der Kindheit kommen und die sozusagen eigentlich eher ein altes Gefühl sind. Kannst du das dann auch so bestärken, Stella, dass diese starken Gefühle, die von früher ausgelöst werden, natürlich dann auch nochmal stärker kommen, sobald Kinder da sind, oder? Absolut. Alles, ich denke, alles, wo wir selber als Kinder etwas weggeschoben haben, etwas nicht verarbeiten konnten, weil wir einfach nicht in der Lage waren als Kinder, das kommt auf jeden Fall hoch, wenn wir eigene Kinder haben. Davon bin ich überzeugt. Ich habe das auch ganz oft, dass Eltern sagen, also bevor die Kinder da waren, hatte ich da nie ein Problem oder das war nie da oder so. Oder da habe ich mich nie mit auseinandergesetzt und jetzt kommt es alles wieder hoch. Ja. Und ich glaube auch, dass viele Menschen, also wenn man eigene Kinder hat, wenn man sehr perfektionistisch ist, das hast du ja auch vorhin schon angesprochen, dieser Wunsch, auch mit den Kindern alles perfekt zu machen und bloß nichts falsch zu machen oder auch das innere Kind nicht zu verletzen von den eigenen Kindern, ja, das ist natürlich auch ein immenser, immenser Druck. Und ich denke immer, die meisten, die zu mir kommen, da war wirklich oft, dass da nicht genug Liebe da war oder dass da nicht genug Bedürfniserfüllung da war. Und ich glaube, dass wenn man sein Kind liebt und wirklich mit Respekt und vom Herzen oder mit dem Herzen großzieht, dann muss man sich gar nicht so viele Sorgen machen. Bin ich ganz bei dir, Stella, ja. Ja, es gibt so viele Techniken und so viele Möglichkeiten, wie man seine Kinder erziehen kann und auf was man alles achten muss. Aber wenn man sich fragt, ne, was würde ich aus dem Herzen heraus tun oder was ist die liebevollste Variante oder die liebevollste Antwort, dann liegt man eigentlich immer richtig und dann muss man sich auch nicht ständig fragen, ob man alles richtig macht. Genau, genau. Und auch dann, das Wichtige finde ich, auch wenn dann mal was nicht gut lief, sich zu vergeben und zu sagen, hey, das lief jetzt nicht so gut und darüber rede ich mit meinem Kind oder auch meinem Säugling oder meinem Kleinkind, das mich vielleicht noch nicht versteht, das nehme ich dann liebevoll in den Arm und sage trotzdem, hey, ich wollte eigentlich gerade nicht so laut sein oder ich wollte eigentlich gerade mich anders verhalten, weil dein Kind spürt dieses Bedauern, das da in dir hochkommt. Und das ist echte Beziehung. Echte Beziehung bedeutet auch, dass man mal Fehler macht und dass Kinder auch sehen, dass man mal Fehler macht. Dass sie sehen, auch meine Mama und mein Papa machen Fehler und danach bedauern sie und ja, sagen, wie sie es eigentlich hätten machen wollen. Und darüber lernen Kinder auch später selbst zu bedauern, ja, und nicht perfekt sein zu müssen. Und Stella, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, nur das beruhigt sicher auch einige Eltern. Nur weil wir ja jetzt in dem psychologischen Bereich sehr gut ausgebildet sind, heißt es ja nicht, dass auch wir zum Beispiel unsere Themen haben. Ja, das hat ja, glaube ich, jeder Mensch. Sobald eben diese Emotion und diese enge Verbindung da ist, dann bringt einem auch das Wissen eben nur bedingt etwas.
Ja, sondern dann geht es darum, wirklich tiefe Arbeit mit sich zu machen, sowas wie jetzt eben bei Stella möglich ist. Weil das ganze Wissen, die ganze Theorie, die ganzen Erziehungsratgeber, alle Impulse, die ihr euch sonst irgendwo holt, die sind dann eben nur bedingt hilfreich. Und deswegen lohnt es sich dann an der Stelle tiefer zu gehen, Stella. Und deswegen bin ich dir so dankbar. Ich habe dir auch schon ganz, ganz viele Mamas geschickt, dass du da so, ja, wertvolle Arbeit machst. Vielen Dank dafür. Da machst du die Welt wirklich zu einem besseren Ort, auch für die Kinder in unserer Gesellschaft. Das ist wirklich so. Vielen, vielen Dank. Und gleiches kann ich nur zurückgeben, weil ich denke, es ist viel, viel leichter, ein Kind glücklich aufwachsen zu lassen oder ja, mit Liebe aufwachsen zu lassen, als ein kaputtes, in Anführungsstrichen, inneres Kind wieder gerade zu biegen, sage ich jetzt mal. Der Aufwand ist viel, viel, viel mehr und Menschen leiden viel, viel mehr. Und ja, deswegen ist es so, so wichtig, dass es Menschen gibt wie dich, dass wir erst gar nicht dazu kommen, dass wir so viele innere Kinder da draußen rumlaufen haben, die sich gegenseitig verletzen können, ja. Und ganz wichtig zum Abschluss nochmal, nur weil ihr eben einmal einen Fehler macht, heißt es nicht, dass das kleine innere Kind deines Kindes verletzt wird. Ja, sondern das Gehirn ist neuroplastisch. Das heißt, es kann sich auch verändern. Das heißt, sollte jetzt bis zu dem jetzigen Zeitpunkt immer mal wieder was falsch gelaufen sein, kannst du das auch jetzt noch bedauern, dein Verhalten ändern, dir Hilfe holen, damit ihr das wieder in Ordnung bringt. Ja, also umso Ja. früher, umso besser. Nur ist es mir wichtig, nicht wegen jeder Kleinigkeit bekommt dein Kind einen nachhaltigen Schaden, weil das ist tatsächlich, das erlebe ich Ja. so, dass viele Eltern da Sorge haben und diese Sorge möchte ich euch wirklich nehmen. Ja, Stella, möchtest du noch irgendwas Ganz, dazu ganz wichtiger sagen? Punkt. Ja, und vor allem, dass man mit Kindern reden kann. Die verstehen total viel und man unterschätzt das manchmal, wie viel die verstehen und wie dankbar sie eigentlich auch sind, wenn man das erklärt, wenn man ihnen erklärt. Ja, Oh, ganz, da ganz fällt wichtig. mir noch was ein, Stella. Du arbeitest ja auch manchmal mit Kindern. Ja. Ja, das ist ja für viele spannend. Ja, magst du da noch ganz kurz was zu sagen? Weil, falls ihr euch Hilfe holen möchtet, auch für euer Kind, dann ist die Stella da vielleicht auch die Richtige. Magst du kurz sagen, Stella, wie du das machst? Das Spannende, mit Kindern zu arbeiten, ist, die braucht man gar nicht in Trance wirklich schicken, weil die sind ja in der Trance. Also Kinder sind ja eigentlich ständig total vulnerabel für alle möglichen Informationen. Also man geht ja davon aus, dass so bis zum Alter von 7 ungefähr alles, was man da so reingibt, das wird einfach so, also die müssen nicht die Augen schließen, um dass Dinge ins Unterbewusstsein schnell gehen, ja. Und deswegen arbeite ich mit Kindern total spielerisch. Das heißt, wir malen zum Beispiel total viel. Wir verarbeiten durch Aufmalen. Also ich habe zum Beispiel Kinder, die dann ganz sauer sind und dann werden da Monster gemalt und dann werden da welche in Kerker eingesperrt und solche Dinge. Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Aber ich erzähle natürlich auch viele Geschichten. Also im Geschichten erzählen und dann viel so kleine Heldengeschichten, mit denen man sich identifizieren kann. Darüber geht auch ganz, ganz viel. Und ja, dann erzähle ich zum Beispiel von dem Paul, der hatte das gleiche Problem zum Beispiel. Und der Paul hat es so und so gelöst. Der hatte dann seine Helden in seiner Burg und na, dann gibt es da irgendwelche Geschichten und dann ist das immer so, ah ja, super spannend, wenn der Paul das kann, dann kann ich das auch. Ja, und so funktioniert total viel und total schön die Arbeit mit Kindern und ich liebe das, weil da ist nicht so dieses ja, warum und weshalb und wieso, sondern wir können einfach gemeinsam in der Fantasie sein und ganz viele Dinge genauso gestalten, wie die Kinder sich das wünschen und dadurch passiert ganz, ganz viel Heilung. Ach schön, ja, vor allem wenn du dann auch das Gespräch noch mit den Eltern suchst, dass es eben dann so ein gemeinsamer Weg ist. Das ist ganz, Ja. ganz wertvoll. Stella, ich bin dir total dankbar für dieses schöne Gespräch. Ich glaube und hoffe, dass ganz viele Eltern viel mitnehmen konnten. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, liebe Martina. Bis ganz bald, Stella. Tschüss.